Sag mal, was hast du denn da? Ja, hallo, ich freue mich total auf den Advent, bin super vorbereitet. Schau mal, jeden Tag nicht ein Türchen, aber ein Fläschchen. Das wird eine helle Freude. Kleiner Haken am Rande, ich muss bis zum 1. Dezember warten, aber das schaffe ich noch. Oh, unglaublich. Also ich habe dieses Jahr entschieden, keinen Adventskalender zu haben. Also weder Schokolade, letztes Jahr 5 Kilo zugenommen. Alkohol fällt auch weg. Also ich habe dieses Jahr keinen Mist. Sag mal, bist du blind? Dein Adventskalender steht doch direkt vor dir. Nicht ganz so kalorienreich und gewichtskritisch, aber trotzdem gehaltvoll. Früher gab es nämlich keinen Adventskalender, sondern den Adventskranz. Alle Eltern kennen das, die tägliche Frage in der Adventszeit, wann ist endlich Weihnachten? 1839 hatte diese Frage vermutlich auch der Hamburger Theologe und Pädagoge Johann Hinrich Wiechern wohl ständig hören müssen. So ließ er sich etwas einfallen. Um den Kindern die Wartezeit zu verkürzen, brachte Wiechern auf einem Wagenrad Kerzen an. Für jeden Adventssonntag eine weiße und für alle anderen Tage eine rote Kerze. Jeden Tag durften die Kinder eine weitere Kerze anzünden. Übrigens hatte der Kalender meist mehr Türchen, weil der erste Advent oft in den November fällt und so auch Kerzen für die letzten Novembertage angezündet wurden. Mit jeder erleuchteten Kerze wurde es ein bisschen heller. Bis an Weihnachten dann alle Kerzen hell erleuchtet waren. Das Licht der Welt, Jesus Christus, war geboren. Die Warterei endlich vorbei. Lichtzunahme statt Gewichtszunahme? Das ist doch was, oder?